Hi, ich bin Jürgen Hochfeld, der Flötenbauer von Northern Lights Flutes und ich möchte euch gerne zu einem neuen Video-Workshop einladen. Heute geht es um Spieltechniken. Sie sind es, die eigentlich die Musik in die Musik hineinbringen. Dies ist ein Legato. Legato heißt, das Spiel ist gebunden. Die Töne sind miteinander verbunden. Erzeugen tut man das, indem man in einem Atemzug viele Töne spielt. Im alten England versuchten Haushaltshilfen, eine neue Spielweise des überlappenden Spiels zu erzeugen. Die war etwa so. Zum Glück hat sie sich nicht durchgesetzt. Natürlich kann man auf jeder Flöte die verschiedenen Spielarten spielen. Auf der Kiowa Raven Spirit Flute würde es etwa so klingen. Eine weitere Spielart ist das Crescendo. Crescendo heißt, dass ein Ton leise beginnt und dann ansteigt und lauter wird. Dann gibt es noch das Decrescendo. Oder hieß es Deo? Nein, das Decrescendo. Decrescendo meint, dass ein Ton laut ist und dann wieder leiser wird. Eine ganz andere und sehr, sehr wichtige Spielweise, das ist das Vibrato. Vibrato erzeugt man, indem man eine rhythmische Atemintensitätsschwankung hat. Das heißt, der Atem ist mal stärker, mal schwächer, stärker, schwächer. Zwischen diesen beiden Zuständen pendelt es immer hin und her. Sehr gut kann man das ausprobieren oder erzeugen, wenn man singt. Wenn man zum Beispiel einen Ton singt, ah, dann denken alle Leute ein Glück, dass er nicht Sänger geworden ist, sondern Flötenbauer. Aber es ist das gleiche Prinzip. Alles, was ihr singen könnt, könnt ihr auch spielen. Also alle Spielweisen könnt ihr damit umsetzen, weil Flöte spielen Atemtechnik ist. Dieses hier sind Geisternoten. Geisternoten entstehen, indem man einfach mal einen Ton über dem gegriffenen Ton aufhebt und dann wieder schnell schließt. Tja, und alles zusammen? Eins noch zum Schluss. Das Portamento, oder hieß es Portemonnaie? Nein, es hieß Portamento. Portamento meint, dass ein Ton in einen anderen Ton, in den Nachbarton, hinüberschwimmt. Der Tonübergang sozusagen ist ganz weich. Und das schafft man, indem man den Finger sehr langsam draufsetzt oder rüberschiebt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, macht ein Häkchen, macht einen Daumen hoch, hinterlasst gerne einen Kommentar, ich antworte euch gerne. Bis zum nächsten Mal, Jürgen der Flötenbauer von Northern.